Ein ganzes Blech Schokoladen-Blaubeer-Muffins. Ja. Konditorei-Verordnung. Keine Schokolade und Obst im selben Gebäck. Die Muffins sind nicht erlaubt. Eisspiralen müssen gegen den Uhrzeigersinn laufen. Das Eis ist nicht erlaubt. Ah, keine Sahne mehr in den Backstuben. Der Smoothie ist nicht erlaubt. Öfen müssen alle 33 Minuten und 33 Sekunden gereinigt werden. Wir haben keinen Ofen. Findet einen. Hopp, hopp. Und reinigt ihn. Strudel und Streusel sind außer Kontrolle. Diese Konditoreiverordnungen sind total Banane. Bananen sind nicht erlaubt. Du hast recht. Genug ist genug. Sobald ich dieses Paket an Herrn Mangustin geliefert habe, spreche ich ein Machtwort. Ich lade Sie zu mir ein, backe ein paar Muffins, serviere warmen Tee und rede ein ernstes Wörtchen mit Ihnen. Ja, ja. Du bist nicht unbedingt die Beere, die ein Machtwort spricht. Liefer dein Paket ab. Ich erledige das. Okay. Als ehemalige gemeine Beere weiß ich, wie man mit gemeinen Bären umgeht. Lasst euch von der Meisterin zeigen, wie es geht. Seht, ein Blech voller Schokoladen-Himbeertörtchen frisch aus dem Ofen, den ich nicht gereinigt habe. Fehlt nur noch die Schlagsahne obendrauf. Du verstößt gegen so viele Regeln. Hör sofort auf damit! Nein. Was meinst du mit nein? Du musst uns gehorchen! Und wenn nicht? Dann sagen wir es. Sauerapfelmarmelade. Zu einfach. Ihr wollt Sauerapfelmarmelade sagen, dass ihr euren Job schlecht macht? Wenn Bären nicht auf euch hören, wozu braucht sie euch dann überhaupt? Sauerapfelmarmelade liebt uns, weil wir unsere Arbeit tun. Wir können nicht sagen, wir dass die Bären es ihr uns sagen. Nicht gehorchen. Das sie ist so verwirrend. Nimm ja nicht die Schlagsahne! Ups. Wenn eine Beere gegen die Regeln verstößt, wird sie... Geschlagsahnt? Du hast keine Schlagsahne mehr! Zum Glück habe ich Zuckerguss. Wie gefällt euch das, ihr Apfelteigtaschen? Ja? Streusel? Strudel? Wo sind sie? Genau hinter dir! Oh, weia! Das war's? Jetzt haben wir dich! Jetzt wirst du von uns ge... Hey, fang, Honey! Geschlechtsand! Wir geben auf! War das nicht viel lustiger, als gemein zu sein? Schon klar. Gemein sein bedeutet Sicherheit für euch. Man ist unverletzbar, wenn man niemanden an sich ranlässt. Aber es ist auch einsam, weil man die schönen Dinge verpasst. Wie Spaß mit Freunden zu haben. Also ändert euch. Oder macht weiter wie bisher und seid unglücklich. Es liegt an euch. Hm? Na, wie läuft's? Folgen alle Beeren den Regeln? Oh, ja, alles bestens. Die Beeren sind in Ordnung. Aha. Sieht so aus, als hätte jemand ein ernstes Wörtchen mit Strudel und Streusel geredet. Nicht wirklich. Aber was hast du dann getan? Willst du das wirklich wissen? Ja, selbst verstreuselt. Sie will es wissen. Hab so viele Fragen. Schatz! Die goldenen Streusel sind die Krönung auf den glitzernden Muffins, die ich für Flocke Schifors Präsentationsparty im Blumenberg-Kaufhaus gemacht habe. Guten Tag, holde Beere. Man nennt mich Ritter Nougat. Der Soufflé-Zauberer. Und der Mandelbogenschütze. Juhu! Würde die Bäckerin des Hauses Erdbeer an unserem epischen Fantasy-Spiel Donuts und Strawberries teilnehmen? Das würde ich gerne, aber ich muss zum Blumenberg-Kaufhaus. Viel Glück, auf Wiedersehen. Lasset uns aufbrechen. Ich bereite die Tafel vor. Plamholpapier und Brot besorgst du ein paar Stifte. Ich eile, Ritter Nougat. Ah.
Welches Abenteuer erwartet uns heute? Ein Wettlauf durch ein magisches Königreich? Ein Ritt auf einer geflügelten Bestie? Vielleicht kämpfe ich heute gegen eine böse Kreatur! Oh, ein geheimer Satz! Emily hat ihn hier vergessen. Oh. Wir müssen die güldenen Streusel an die Bäckerin des Hauses Erdbeer zurückgeben. Freunde, auf zu neuen Abenteuern! Mein Zauberbuch sagt, dass wir durch ein verzaubertes Portal gehen müssen. Das Navi sagt, nimm den Trichterkuchenzug quer durch die Stadt. Gut! Ihr dürft hier nicht durchgehen! Bis dann der Zug wieder fährt. Was sollen wir nur tun? Ist sie ein magisches Wesen? Hey, yo, ich brauche das Taxi, Bros. Das ist unser Taxi. Die Katze hat es gerufen. Notfall im Fitnessstudio. Beintrainingstag. Wir brauchen diese pferdelose Kutsche für unser edles Vorhaben. Bin fort, böser Unhold. Wie hast du mich gerade genannt? Mein Zauberbuch hat geläutet und, ach egal, einen Block weiter fährt ein Bus zum Blumenbergkaufhaus. Ich spreche einen Unbeweglichkeitszauber aus. Der Soufflé-Zauberer schlägt wieder zu. Heilige Gummibärchen, ich hab's geschafft. Haha, jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Der Unhold hat uns in die Enge getrieben. Wenn dies das Ende sei, dann sehen wir ihm gemeinsam entgegen. Schade, dass der Soufflé-Zauberer keinen echten Flugzauber aussprechen kann. Vielleicht kann ich das. Folgt mir! Schnell, hier lang! Schön. Was macht ihr denn hier? Wir geben diese güldenen Streusel der holden Bäckerin zurück, meine Beere. Oh, die Bäckerin des Hauses Erdbeer denkt immer an extra Streusel. Aber das war wirklich sehr lieb von euch. Abenteurer, macht euch kampfbereit. Bros! Ich wollte mich nur für die Sache mit dem Taxi entschuldigen. Ich nehme den Beintrainingstag sehr ernst. Ich hab gesehen, dass ihr Schwerter und Bögen und so habt. Spielt ihr Donuts und Drawbridges? Vierter Mann gefällig? Ich spiele den Gelee-Riesen. Der legendäre Riese ist willkommen bei unseren Abenteuern. Oh nein, ich hab mein Handy in den Backstuben vergessen. Du kannst auf uns zählen, Holgebeere! Der Tag hört uns! Was machst du denn schon so früh hier? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Oh, du hast auch die Einladung bekommen. Emily Erdbeer, du wurdest auserwählt. Sei bei Sonnenaufgang in den Backstuben. Herzlichen Glückwunsch! Was denkst du, worum es gehen könnte? Sie ist erfreut über eure Pünktlichkeit. Jetzt folgt uns. Hopp, hopp. Warum sind wir hier? Das ist überhaupt nicht unheimlich. Emily Erdbeer und Honey Himbeer. Willkommen in meiner privaten Küche. War die schon immer hier unten? Ich weiß, dass ihr denkt, ich sei hart zu euch gewesen. Ich hätte euch unter Druck gesetzt und ich sei... Manipulativ, kontrollierend und... Das reicht. Aber ja, ich habe euch unter Druck gesetzt, denn Backen ist ein Beere-gegen-Beere-Geschäft. Man muss kämpfen, um die Beste zu sein. Ihr habt beide Potenzial. Aber wer von euch ist die bessere Bäckerin? Ich möchte die beste Bäckerin sein, aber ich will nicht mit meiner Freundin konkurrieren. Ich will... Ich weiß nicht, was ich will. Ihr arbeitet euch durch mein Buch der Backherausforderungen, bis ich zufrieden bin. Ladies, das ist eure Chance, in der ersten Liga zu backen. Wie viel Zeit haben wir? Fragen macht dich sahnig. Was soll das denn, Helfer? Die Uhr tickt, meine Bären. Natürlich ist sie meine Freundin, aber ich will gewinnen. Backe eine detailgenaue Nachbildung deines eigenen Gesichts. Sehr lecker, Honey. Oh. Und jetzt eine achtstöckige Torte. Und das mit verbundenen Augen!
Das ist ja einfach himmlisch, Emily. Haha! Und wieder erwischt! Zu trocken, zu feucht, Geschmack. Viel zu viel, zu wenig. Und nun die letzte Herausforderung. Mein berühmter Geflügelsülze-Salat. Haltet euch genau an das Rezept, damit meine Geschmacksnerven tanzen. Mayonnaise, Tomatenpüree, Gelatine. Meine Geschmacksnerven streiken. Und das soll schmecken? Echt? Wehe, ich warne euch. Die Allerbeste kann es schaffen. Oh, das ist doch unmöglich. Moment, das ist unmöglich. Psst. Hey, Honey. Honey, das Rezept ist schrecklich. Das ist der Test. Improvisiere, vertraue deinem Bauchgefühl. Danke, Emily. Nun, was soll ich sagen? Ich habe jetzt über einiges nachzudenken. Danke für euer Kommen. Das war's? Echt jetzt? Emily, einen Moment bitte. Du warst die bessere Bäckerin. Du hättest gewonnen. Aber du hast dich entschieden, Honey zu helfen. Ja, natürlich. Sie ist meine Freundin. Deine Konkurrentin. Du könntest die nächste große Backentdeckung sein. Aber du lässt dich von deinen Freunden zurückhalten. Du wirst dich entscheiden müssen, was wichtig ist. Früher oder später. Pass auf dich auf. Und was hat sie gesagt? Hast du gewonnen? Sie sagte, dass keiner von uns gewonnen hat, aus unterschiedlichen Gründen. Oh. Hey, weißt du was? Ich will nicht mit dir konkurrieren. Wie wär's, wenn wir beide heute was Lustiges backen? Zusammen. Das hört sich backtastisch an. Unsere Übernachtungsparty ist gerade noch viel besser geworden. Hier. Mein letzter Milchzahn ist gerade rausgefallen. Ihr wisst ja, was das heißt. Die nette Zahnfee kommt heute Nacht und bringt dir Süßes. Okay, das hat Spaß gemacht. Dann habt mal noch einen schönen Abend. Hat das irgendwas mit der netten Zahnfee zu tun? Nett? Eine Fee, die in Häuser einbricht und die Zähne stiehlt? Nein, 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 diese Fee ist... Wir sollten den Zahn sofort wegwerfen. Aber dann bekomme ich nichts Süßes. Du brauchst keine Angst zu haben, Bonnie. Das beweisen wir dir. Wir bleiben alle zusammen auf und warten auf die nette Zahnfee. Das wird lustig. Nichts hält einen so wach wie ein lustiger Film, oder? Wozu braucht diese Zahndiebin überhaupt die ganzen Zähne? Warum denkst du so viel über sie nach? Warum vertraust du ihr so sehr? Vielleicht hält mich ein Nachtsnack wach. Ich komme gleich wieder. Der Film ist vorbei. Was machen wir jetzt, Emily? Bananen. Bananen? Wer baut ein Schloss aus Bananen? Oh nein, wir haben sie verloren. Sie ist eingeschlafen. Nimm eine Banane, kleiner Freund. Was machen wir jetzt? Wir lassen sie schlafen. Du hast immer noch mich und Orangella und Silly. Silly, nur du kannst uns retten. Erfinde irgendwas, um uns wach zu halten. Okay, raketenbetriebener Föhn, explodierende Eiswürfel, Zeitmaschine. Ah, Wachhaltestupser 400. Stups dich an, um dich wach zu halten. Oh, ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Da ist sie. Sie kommt und holt sich unsere Zähne. Es kommt aus der Küche. Das war nur das Schnarchen von Orangella. Hört sich an wie ein sterbender Büffel. Das heißt also, es gibt nur noch dich und mich. Und Sally? Ich bin noch nie in einem riesigen Pfirsich geflogen. Sieht aufregend aus. Und dann waren es nur noch wir beide. Das musste ja so kommen. Oh. Im Ernst jetzt. Du hast keine Angst vor Monstern, Geistern oder sprechenden Pflanzen. Warum vor der netten Zahnfee? Das Universum sagt, dass jeder vor etwas anderem Angst hat. Tauben. Tauben? Oh. Ja, so gruselig. Wenn wir beide mal Tauben begegnen, gebe ich dir Rückendeckung.
Limone, nicht einschlafen. Ich will nicht allein sein. Oh, du schaffst das schon. Du bist die mutigste Bäre, die ich kenne. Ich wusste nicht, dass Limone so denkt. Ich glaube, ich kann mutig sein. Für Limone! Oh, hallo. Was für ein seltsamer Traum. Hat jemand eine Banane? Oh nein, wir sind alle eingeschlafen. Wo ist Bonnie? Es tut uns so leid. Oh, schon gut. Ihr hattet recht. Sie war überhaupt nicht unheimlich. Heiliges Gebäck. Du hast die nette Zahnfee getroffen? Ich habe gehört, dass sie sehr nett sein soll. Das ist sie. Und so süß wie Limones Süßigkeiten. Meine Süßigkeiten? Oh, wow. Dieses Mal hat sie sich richtig ins Zeug gelegt. Ich habe ihr gesagt, sie soll dir etwas mehr geben. Oder sie kriegt es mit mir zu tun. Der mutigsten Bäre, die du kennst. Der Wachhaltestupser 400 funktioniert. Ich kann es kaum erwarten, mit den frischen Früchten und dem Gemüse in den Backstuben anzukommen. Ich wusste nicht, dass Wochenmärkte so spannend sein können. Stell dich nie zwischen eine Bäckerin und ihre Bären. Hey, wo wollt ihr denn hin? Ich habe einen Termin bei meinem Schneider. Glaubst du, so gut auszusehen, ist Zufall? Ich bringe Fackel für sein Morgenworkout in den Frettchenpark. Und ich komme mit, weil ich nicht glaube, dass es Frettchenparks wirklich gibt. Danke, dass du mir hilfst, das Eis in den Laden meiner Mutter zu bringen, Limone. Klang irgendwie lustiger, als mit Silly auf den Schrottplatz zu gehen. Was glaubst du, wo ich sonst den Schrott für meine Silly-Erfindungen finde? Ich finde es toll, dass wir heute alle so produktiv sind. Wenn das mal nicht Emily Erdbeer ist. Kirschschalotte, Sultantraube, Minzestrudel. Wo wollt ihr hin? Wir haben einen Gig am Papaya Plaza. Wir werden... Wir entschuldigen uns für diese unerwartete Verzögerung. Der Baumkuchenzug wird in Kürze weiterfahren. Anscheinend unpünktlich sein. Tja, wir werden gleich weiterfahren. Alles wird gut, solange wir Ruhe bewahren. Fackel! Das Eis für meine Mutter schmilzt! Nein! Oh! Okay, das ist das Gegenteil von ruhig. Was machst du da? Naja, solange wir alle hier feststecken, hier, mache ich lieber etwas, damit sich die Bären besser fühlen. Wir sitzen hier fest, besser, wenn sich niemand stresst. Und es fühlt sich so an, als ob nichts besser werden kann. Es ist schon schräg, doch gibt's einen anderen Weg. Oh, was kann man tun, wenn ich's wirklich klappen will? Alles mal schief, dann denk nach, wie's besser lief. Das Leben gibt dir Limon, komm, mach Limonade draus. Trau dir mir zu, und du merkst im Nu. Komm in dein Club, ja, alles klappt dann schon. Das bedeutet wohl, dass die Party vorbei ist.
oder auch nicht. Wir entschuldigen uns für diese unerwartete Verzögerung. Ach, der Süßigkeiten-Tag. Liebe liegt in der Luft. Alle Beeren sind glücklich und süß. Und psst, Emily. Emily. Verdächtig. Hey, Tante Pauline. Was gibt's? Was hast du heute vor? Willst du einen kleinen Ausflug machen? Wollen wir zusammen was unternehmen? Oh, das hört sich lustig an, aber ich habe so viele Bestellungen für den Süßigkeiten-Tag. Gut, du hast viel zu tun, verstehe. Hey, Schnurrschön, wollen wir was unternehmen? Okay, was ist los? Ich habe heute Abend ein Date. Oh, mein Gummibärchen, das ist toll! Nein, es ist das erste Date und ich wusste nicht, dass ich es auf den Süßigkeiten-Tag gelegt habe, weil ich so viel um die Ohren hatte. Vielleicht hält sie mich für komisch oder sie ist komisch, weil sie es nicht komisch findet. Oh, ich bin total neben der Spur. Ich glaube, jede Beere kann nervös werden. Sogar Tante Pauline. Oh, weißt du was? Ich werde absagen. Nein, sag dein Date nicht ab. Ein Süßigkeiten-Tags-Date? Okay, erzähl uns alles. Wohin gehst du? Was trägst du? Oh, ich habe Emily gerade gesagt, dass ich absagen werde, also... Und ich habe ihr gesagt, dass sie nicht absagen soll. Sie muss doch nur... gut informiert sein. Ich wollte eigentlich sagen, sei du selbst. Aber, okay, mal sehen, wo das hinführt. Wenn ich neue Freunde treffe, hilft es mir, lustige Geschichten zu erzählen. Das gibt mir Selbstvertrauen. Oder ausdrucksstarke Körpersprache. Zum Beispiel so. Das heißt, lass uns Vorspeisen bestellen. Oh, das brauchst du alles nicht. Sei mutig, abenteuerlustig, zeig keine Angst. Aber also, wenn du Angst bekommst, sing über deine Gefühle. Bitte mag mich, ich bin so nett. Reden wir über das Outfit. Wenn du selbstbewusst aussiehst, fühlst du dich auch selbstbewusst. Wow, wow, wow. Danke für all das. Aber ich denke, ich weiß ein klein wenig mehr über Verabredungen als ihr Bären. Tch, sagt die Bäre, die lieber absagt, als zu ihrem Date zu gehen. Ich... okay, das stimmt. Okay, ja, all diese Ratschläge sind toll. Aber was sie wirklich braucht, ist doch... Training! Oh, nein, das ist eigentlich nicht das, was ich... okay. Deine Freunde sind echt hartnäckig. Ja, ich weiß. Und Action! Okay. Ich bin ja so froh, dass wir uns hier zum allerersten Mal treffen. Erzähl mir alles über dich bei diesem super netten, entspannten, zwanglosen Abendessen. Lustige Geschichten. Hm? Körpersprache. Also neulich bei der Arbeit habe ich gehört, dass... Nicht über die Arbeit. Sei witzig. Sei mutig. Was möchtest du gerne essen? Wir haben nur Pasta. Los, sing. Das ist doch lächerlich. Was tue ich überhaupt? Tante Pauline? Warte, Tante Pauline, sag nicht ab. Meine Freunde meinen es gut, aber sie machen sich auch gerade so lächerlich. Sei einfach du selbst, das wollte ich dir sagen. Du bist die lustigste, selbstbewussteste Bäre, die ich kenne. Das ist sehr lieb von dir, aber... Kein Aber, du gehst jetzt dahin. Ja, ich habe meiner Verabredung geschrieben, mich hier zu treffen. Mir ist klar geworden, dass es nichts Schlimmeres geben kann als das Übungsdate mit deinen Freunden. Es war wirklich lieb. Aber es war auch wirklich schrecklich und ich will das nie wieder durchmachen. Seit wann bist du so weise? Das hab ich von dieser schlauen Bäre, bei der ich lebe. Hallo, Praline. Fertig für unser Date? Oh, hi, Emily. Oh, hey, Kikilimette. Dein Süßigkeiten-Tag-Date ist Moderatorin Kikilimette? Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Zu viel Arbeit, aber ich will dich nicht langweilen. Ich rede gerne über die Arbeit. Der Süßigkeiten-Tag. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Fenchelpollen und Pfefferminz. No go. Aber Knoblauchsalz und Kaugummi-Eis. Interessant. Entschuldigung. Heute ist mein Geburtstag und ich brauche eine Spumoni-Eistorte. Mir wurde gesagt, dass du die Beere bist, an die man sich wenden soll. Hier ist das Rezept. Oh, ich brauche kein Rezept. Ich mache es einfach auf meine Art. Nein, nein, nein. Ich möchte, dass du das Rezept meiner Großmutter genau befolgst. Enttäusch mich nicht. Oh, okay. Das war Genoise la Crème. Die berühmte Lebensmittelkritikerin. Eine Eistorte für sie zu machen, ist der helle Wahnsinn. Das ist großartig, Bonnie. Ja, toll. Das Rezept kommt weg. Ich schaff das schon.
Tada! Ist eine Spumoni-Eistorte nicht rosa und grün? Ich habe sie neu interpretiert. Genoise war sehr konkret. Sie möchte diese Torte. Wir können dir helfen, wenn du willst. Schon gut. Ich befinde mich noch im Entwicklungsprozess. Okay, sag uns Bescheid, wenn du was brauchst. Hör nicht auf sie. Wirf das blöde Rezept einfach weg und lebe im Nein. Nein, gib dein Bestes, um sie glücklich zu machen. Es ist ihr Geburtstag. Was ist die erste Zutat? Meringue. Was ist das? Das ist ein Tanz. Lass uns tanzen. Okay, das ist also ihr... Entwicklungsprozess. Nein, ich muss mich konzentrieren. Es ist sinnlos. Das ist so unmöglich, wie seinen eigenen Ellbogen zu lecken. Ich habe gerade gesagt, dass es unmöglich ist. Nein, warte, ich habe es fast geschafft. Hey, solltet ihr beiden mir nicht eigentlich helfen? Du willst Hilfe? Ich habe eine Idee. Eistorte kaufen und so tun, als hättest du sie selbst gemacht. Ach, sie kann alles tun, was sie sich in den Kopf setzt. Hey, hör auf! Ich bin hier diejenige mit den inspirierenden Zitaten. Gut, meine Arbeit hier ist sowieso getan. Chips mit Salz und Essig. So, das reicht jetzt. Was machst du da? Tut mir leid, dass es so weit gekommen ist. Aber ich muss deine Erinnerung löschen. Oder du sagst mir einfach, was wirklich los ist. Ich wollte nicht, dass es jemand erfährt, aber ich bin Legasthenikerin. Das kann es mir schwer machen, Rezepte zu verstehen. Deshalb versuche ich, sie zu vermeiden. Normalerweise folge ich einfach meinem Bauchgefühl, wenn ich neue Geschmacksrichtungen entdecke. Wow. Ich weiß, es ist so peinlich. Nein, das ist beeindruckend. Echt? Ja, Bonnie, du machst das beste Eis, das ich je probiert habe. Und das ganz ohne Rezepte? Das ist so cool! Wirklich? Genoise würde nicht irgendeine Beere bitten, ihre Eistorte zu machen. Du bist auf deine eigene Blaubeerart wirklich talentiert. Unglaublich. Danke, Emily. Also, wie kann ich helfen? Ich könnte bei einigen der Worte Hilfe gebrauchen. Null Probleme. Das ist nicht genau das Rezept meiner Großmutter. Ich habe einen Hauch Kurkuma hinzugefügt. So schmeckt sie ja sogar noch besser. Hervorragend. Viel Spaß beim Geburtstag. Woher wusstest du, dass sie das mögen würde? Ich hatte so ein Bauchgefühl. Beeren, es ist soweit. Wir haben von diesem Moment geträumt. Wir haben für diesen Moment trainiert. Das ist unser Moment. Und wir hatten so viel Spaß zusammen. Und das ist doch das Allerwichtigste, oder? Klar, gewinnen macht auch Spaß. Es war ein aufregender Tag hier beim Apfel-Großstadt-Rollschuh-Team-Wettbewerb. Besonderen Dank an unseren mitreißenden DJ. Wir haben heute so viele erstaunliche Auftritte gesehen. Einige interessante. Und ungewöhnliche. Ich hab doch gesagt, ich will nicht Rollschuh laufen. Ich will Dudelsack spielen. Und bei einigen bin ich mir nicht sicher, ob es Auftritte waren. Torten zu verkaufen! Torten zu verkaufen! Und nun zum finalen Auftritt unseres Wettbewerbs. Ich bin stolz, euch die Bärenkuchenblüten vorzustellen. Okay, Bären. Tief durchatmen. Und ihr wisst schon, jede Bewegung perfekt ausführen, um den Pokal zu gewinnen. Warum fängt unsere Musik nicht an? Okay, los geht's. Der Pokal gehört so gut wie uns. Das ist nicht unsere Musik. Aber das weiß das Publikum nicht. Bleib einfach im Flow.
niemanden merken, dass irgendwas nicht stimmt. Immer schön lächeln, lächeln. Hey DJ, das ist nicht unsere Musik. Und einen schönen Tag noch. Echt? Das soll ja wohl ein Witz sein. Macht einfach weiter. Zumindest kann es nicht noch schlimmer werden. Das ist eine Katastrophe. Aber ihr müsst schon zugeben, dass es ziemlich lustig ist. Okay, ihr habt's ja so gewollt. Das ist mein Einsatz, Leute! Oh, damit kenne ich mich aus. Oh, das ist unsere Musik. Großes Finale! Haben's total vermasselt, aber es war so wahnsinnig lustig. Die Gewinner des diesjährigen Rollschuh-Teamwettbewerbs sind die Bärenkuchenblüten. Das ist gemein. Ich kann es kaum glauben, dass es euch gefallen hat. Natürlich. Ihr drei wart absolut im Flow. Und es war großartig. Ah! Emily, das ist der Wahnsinn! Ah, wie meine dreifach leckeren Toffee-Törtchen. Probier mal! Was ist denn so super bei dir? Ist alles super! Die Apfelgroßstadt veranstaltet eine Comicmesse und Jack Kirschbeere, der Schöpfer von Mandarine Schmetter und Guave Girl, wird auch dort sein und bei dem Cosplay-Wettbewerb in der Jury sitzen. Das stimmt. Ich gehe als Mandarine Schmetter. Als meine bärenbeste Freundin möchte ich, dass du mein Guave Girl bist. Unbedingt! Du kannst immer auf mich zählen, Orangella! Großartig! Wir werden zu Mandarine, Schmetter und Guave Girl. Pass auf! Du musst jedes Detail über sie wissen. Zum Beispiel, wie Guave Girl ihre Kräfte bekommen hat. Naja, vielleicht direkt vom Planeten Guavetron? Warte, sie aß radioaktive Guave? Guavestrahlung? Schon gut. Wir frischen die Details morgen mit etwas Super-Bärentraining auf. Hier? Im Kostüm. Gut, gut, super gut. Ich werde dich auf keinen Fall enttäuschen. Das weiß ich doch. Go, 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 Guave Girl. Woo! Ich werde sie total enttäuschen. Ich bin ihre beste Freundin. Ich muss für sie da sein, aber ich bin keine Comic-Expertin. Ich habe keine Ahnung, wie Guave Girl ihre Kräfte bekommen hat. Eine magische Guave von ihrer lang verschollenen Großmutter. Steht doch in der Ausgabe Mandarine Schmetter Sommerspektakel 10. Grapefruit, du kennst den Comic? Das ist fantastisch. Dann kannst du mir ja alles beibringen. Klar. Du musst ja noch 35 Jahre Geschichte aufholen. Du müsstest eine Expertin sein bis nächstes Frühjahr. Ich muss morgen eine Expertin sein. Was? Dieses Headset ist perfekt. Du kannst mithören und mir die Antworten geben. Ich werde die bärenbeste Superheldenfreundin sein. Was kann da schon schiefgehen? Hey, Guava Girl! Bereit, das Böse zu bekämpfen, wo immer es auch auftaucht. Darauf kannst du wetten. Zeit, das Gute vom Bösen zu trennen. Zeit, das Gute vom Bösen zu trennen. Und los! Apfelschnitte! Guavenspeer! Mandarine Schmetter! Mit wem kämpfte Mandarine Schmetter in schreckliche Geschichten von Mandarine Schmetter 1? Dr. Merkwürdig. Dr. Merkwürdig natürlich. In welcher Ausgabe traf Guave Girl ihren bösen Zwilling Gemüse Girl? Gemüse Girl erschien zum ersten Mal in Krise auf der unendlichen Kruste. Ausgabe 4. Wie ist der Name von Guave Girls Hamster? Ich hätte gern ein Sauerkirscheis mit extra Rhabarber, bitte. Die Antwort ist Ambrosia. Ich meinte Ambrosia.
Dank Grapefruit bin ich die bärenbeste Superheldenfreundin. Aber warum fühle ich mich dann nicht auch so? Wir beide werden großartig sein. Du weißt genauso viel über Mandarine Schmetter und Guave Girl wie ich. Oh, naja, das glaube ich kaum. Aber ich. Deshalb wird die Messe auch so viel Spaß machen. Sie ist für Bären, die Comics lieben, genauso wie du und ich. Warte. Es tut mir leid, Orangella. Ich kann nicht dein Guave Girl sein. Was? Warum nicht? Du hast mir beigebracht, dass Superbären immer das Richtige tun. Und es gibt eine Bäre, die es mehr als ich verdient hätte. Das mit dir zu erleben. Mandarine Schmetter, hier ist ein besseres Guave Girl, als ich es je sein könnte. Eine bärenbeste Freundin zu sein, bedeutet nicht, dass man immer alles miteinander teilen muss. Es bedeutet auch zurückzutreten, damit eine andere Bärin zur Heldin wird. Schmetter. Sie ist so riesengroß. Wir werden den größten Kuchen aller Zeiten backen. Die Bären erwarten große Dinge von Kuchen und Torte. Torte und Kuchen? Naja, daran arbeite ich noch. Wie auch immer. Alles, was wir tun müssen, ist unsere Himbeer- und Erdbeerfüllungen zu mischen und dann backen die Kuchen Natorin ihn genau hier. Und es darf nichts explodieren. Garantiert. Keine Explosionen. Was? Oh, ich erinnere mich nur daran, dass wir mal überhaupt keine Freundin waren und sieh uns jetzt an. Wir sind Freundinnen, Partnerinnen, die gemeinsam Unglaubliches backen. Das ist schön. Mach keine große Sache draus. Die beiden denken, sie können tolle Freundinnen und großartige Bäckerinnen sein. Jemand muss ihnen zeigen, wie die Welt wirklich funktioniert. Wisst ihr, was einen Kuchen ruiniert? Zu langes Backen? Zu kurz Backen? Eine falsche Zutat. Nur eine und der ganze Kuchen fällt in sich zusammen. Eine falsche Zutat, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Es ist so nett von dir, dass du die Füllung für Emilys Kuchen machst. Es ist unser Kuchen. Klar. Emily hat es ganz deutlich gesagt. Es ist ihr Kuchen. Honey ist nur die Assistentin. Die Assistentin? Sieh dir das an. Schläuche, die die Füllung vom Truck in den Kuchen pumpen. Bin ich genial, oder was? Dreh mal den Knopf. Warum soll ich an dem Knopf drehen? Weil du direkt daneben stehst. Nicht ganz aufdrehen. Ich schätze, sie mag es nicht, Knöpfe zu drehen. Ups, ungeschickt. Ich bin eindeutig gestolpert und dabei ist mein Leberwurst-Gelee-Sandwich reingefallen. Wir können keinen Kuchen servieren, in dem deine Hände waren. Ich hole es raus. Also ich glaube ja nicht, dass Erdbeerkuchenfüllungen stinken sollten. Was redest du denn da? Oh, ach weißt du, das hat Honey vorhin gesagt. Das hat Honey bestimmt nicht gesagt. Was glaubst du, was sie da macht? Wie eklig. Eklig? Ist das dein Ernst? Weißt du, was hier drin war? Natürlich weiß ich, was in meinem Kuchen drin ist. Dein Kuchen? Oh, mach dir keine Sorgen um mich. Ich bin nur die Assistentin. Naja, vielleicht brauche ich eine Assistentin, weil mein Kuchen so schrecklich stinkt. Oh. Hupsa! Oh ja, du willst meine eklige Erdbeerfüllung auslöffeln? Dann gebe ich einfach noch mehr dazu. Nur dein Kuchen und nur mit Erdbeerfüllung ist es das, was du willst. Vergiss es, Schwester. Als ein stinkender Kuchen? Ich habe nie was von einem stinkenden Kuchen gesagt. Und ich habe nie was von einer Assistentin gesagt. Warum streiten wir dann? Ich weiß es nicht. Das ist ziemlich unsinnig. Unser Kuchen. Er ist ruiniert. Ach, du liebe Zeit. Das tut mir wirklich sehr leid. Wie wäre es, wenn ihr alle von meinem einzigartigen Apfel-Preiselbeerkuchen probiert? Mmh, das sieht lecker aus. Ich kann nicht glauben, dass die beiden uns ausgetrickst haben, damit Sauerapfel ihr doppeltes Fruchtdessert verkaufen kann. Ja, dass wir darauf reingefallen sind. Vielleicht sollten wir das nächste Mal miteinander reden, bevor wir mit Kuchenfüllung überzogen sind. Was ist passiert? Ach, nur eine kleine Freundschaftsexplosion. Ha, zum Glück sind meine Kuchennatoren nicht.
explodiert. Wie kriegen wir das alles wieder sauber? Okay, Emily Erdbeer, es ist Zeit, Emily Erdbeertörtchen zu backen. Stresst es dich etwa, weil du so heißt und das Törtchen perfekt sein muss? Ja! Aber ich schaff das schon. Nachdem ich meinen Truck sauber gemacht habe. Und was meint ihr, schafft sie es dieses Mal? Ich bin sicher, dass... Und Emily, wie läuft's mit dem Erdbeertörtchen? Toll! Toll, toll. Ich muss nur noch den Truck sauber machen, die Speisekammer aufräumen, die neue Staffel meiner Lieblingsserie bei meinem Lieblingsstreaming... Oh. Emily, du musst einfach aufhören, dich davor zu drücken, okay? Es ist Zeit fürs Wirbelversum! Für was? Oh, das ist der Ort in meiner Vorstellung, den Bonnie mir gezeigt hat. Rosa Himmel, Berge, die wie Öfen geformt sind, Scharen von kleinen Foodtrucks. Es ist der Ort, an dem mein Glückslöffel mit mir spricht. Man denkt, man gewöhnt sich an all die seltsamen Dinge. Falsch gedacht. Und was soll das jetzt bringen? Beim letzten Mal hat mir mein Löffel gesagt, dass das Backen so lange dauert, wie es eben dauert und dass Geduld wichtig ist. Vielleicht sollte ich das Emily-Erdbeertörtchen einfach später backen. Ein Versuch kann nicht schaden. Schau in den grenzenlosen Himmel. Unzählige Erdbeeren tummeln sich wie glitzernde Sterne. Du bist nur eine Zutat in diesem köstlichen Universum. Ach ja, daran erinnere ich mich. Hey, was ist denn hier auf einmal los? Ist mein Verstand schimmlig? Oh nein! Mein kleiner süßer Foodtruck! Emily! Hilfe! Oh, hallo, Emily! Schön, dich wiederzusehen! Löffel, warum ist hier alles verschimmelt? Weißt du, es geht schnell, dass etwas schimmelt, wenn man sich nicht richtig damit... Viel zu gesprächig für ein Küchenutensil. Wartet, du bist eine verschimmelte Version von mir? Dann heißt das also, dass ich etwas von dir lernen soll. Die Wolken vertreiben und wachsen. Sorry, so wird das nicht ablaufen. Nachtisch. Was hast du damit gemacht? Oh, nicht ich. Du hast versagt. Du wusstest doch schon immer, dass du versagen würdest. Nein, ich bin eine Bäckerin. Ich weiß, wie man Sachen backt, die... ekelhaft und schrecklich sind. Eine Enttäuschung jedes Mal. Und es gibt nichts, was du tun kannst. Ein Versuch kann nicht schaden. Ein Versuch kann nicht schaden. Und was, wenn du es vermasselst? Dann versuche ich's nochmal. Und nochmal versagen. Und nochmal. Warum es also überhaupt versuchen? Weil nichts tun bedeutet, dass ich auf jeden Fall scheitere. Der einzige Weg zum Erfolg ist, es einfach immer wieder und wieder zu versuchen. Egal, was passiert. Oh nein! Nein! Ich löse mich auf! Glückslöffel? Ich wusste, dass du es schaffen würdest. Du wirst es immer schaffen, wenn du es weiter versuchst. Willkommen zurück. Und? Backen dauert so lange, wie es eben dauert. Aber ich hatte so viel Angst zu versagen, dass ich es nicht mal versucht habe. Und wenn ich es nie versuche, gelingt es mir nie. Es ist Zeit zu versagen. Was ist mit meinem Wirbelversum? Viel Spaß, Mädels. Orangella, hör auf deine Schwester. Apfelsinchen saftig hat das Sagen. Tschüss, Mama. Tschüss, Papa. Wer ist bereit für die tollste Pyjama-Party aller Zeiten? Ja! Und was wollen wir machen? Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass es super wird. Irgendwelche Ideen? Ich guck mir Massaka der Bäcker 4 an. Ihr könnt mitgucken, wenn ihr wollt. Es sei denn, ihr habt zu viel Angst. Oder auch nicht. Wie auch immer. Wie gruselig sind die Massaker der Bäckerfilme eigentlich? So gruselig. Keine Sorge, Limone. Ich bin bei dir. Es liegt Angst in der Luft. Ich bin dabei. Ich auch. Ja. Klar. Ich habe keine Angst. Los geht's. Nein, Wasabi. Geh nicht in die Küche. Nein.
Der Monsterbäcker ist doch nicht echt. Ich bin gleich wieder da. Ach, Amateur. Sag niemals, ich bin gleich wieder da. Also, wenn ich das wäre... Ah! Vergiss es! Das hat Spaß gemacht, oder? Ja. Und niemand hat Angst, oder? Ich nicht. Nein. Cool. Ich auch nicht. Okay, gute Nacht, Bären. Vielleicht war der Film doch ein bisschen zu gruselig. Aber ich habe meinen Glückslöffel in meinem Rucksack. Und mit meinem Glückslöffel habe ich nichts zu befürchten. Ich muss ihn nur schnell holen. Hast du etwa auch Angst? Ich und Angst? Nein! Was machst du denn da? Fallen stellen. Ich dachte, du hast keine Angst. Hab ich auch nicht jetzt, wo die Fallen da sind. Glaubt ihr, dass wir... Sie sind unsichtbar. Sie sind doch nicht unsichtbar. Aber wo sind sie hin? Der Monsterbäcker hat sie sich bestimmt geholt. Komm schon, wir müssen sie finden. Bleib hier, ich bin gleich wieder da. Ich hab's doch gesagt. Du kannst jetzt nicht weggehen. Wir müssen zusammenbleiben, komm mit. Was ist denn hier? Und wir haben gedacht, ihr wärt der Monsterbäcker. Oder ein Muffin. Nein, Bonnie. Eine Falle. Keine Sorge, Bären, ich rette. Der Monsterbäcker hat mich gefangen. Oh. So. Hand aufs Herz. Wer hat Angst von dem Film bekommen? Nachdem wir zugegeben hatten, dass wir alle Angst hatten und Sillys Fallen abgebaut haben, hatten wir viel weniger Angst. Es war toll. Oh, das ist ja wirklich sowas von süß. Ich hole mir noch schnell einen Snack aus der Küche. Was ist denn hier los? Ups. Die habe ich vergessen. Oh, Silly! Ich kann nicht glauben, dass Kiki Limetti ihr Silvester-Spezial hier in den Backstuben dreht. Letztes Jahr hat sie tonnenweise Sachen ans Publikum verschenkt. Kostenlose Smartphones, digitale Kochbücher und... Laptops. Die Bären liebten die Laptops. Frohes neues Jahr, Emily. Würdest du etwas für mich backen, das ich verschenken kann? Etwas, das die Backstuben repräsentiert? Oh, ja, klar! Dein entzücktes Quietschen bedeutet wahrscheinlich ja. Ich bin gespannt, was du backst. Meine liebe Emily, du bringst doch diese Kekse nicht etwa zu Kiki, oder? Doch, das tue ich. Da ihr Spezial live aus den Backstuben kommt, hat sie mich gebeten. Aber du bist nicht die einzige Bäckerin hier. Es wäre den anderen gegenüber nicht fair, wenn nur du sie vertreten würdest. Das war nicht meine Absicht. Gut. Ich werde Kiki mitteilen, dass du beschlossen hast, nichts für sie zu backen. Vielleicht hat Sauerapfelmarmelade ja recht. Ich möchte nicht, dass sich irgendeine Beere wegen mir schlecht fühlt. Naja, vielleicht nächstes Jahr schnurschön. Mit Katzen reden? Ganz schön armselig. Ugh, was machen Sie denn hier? Ich bin wegen der Gratis-Sachen hier. Letztes Jahr habe ich einen Laptop bekommen. Willkommen zu den Dingen, die ich liebe. Und hier, um die Backstuben zu repräsentieren, verschenkt Sauerapfelmarmelade ihre leckeren, weltberühmten Apfelzimtkekse. Yeah! Diese Kekse werden noch einfacher mit meinem neuen Sauerapfel-Marmeladen-Mixer. Du bekommst einen Mixer, du bekommst einen Mixer. Alle bekommen einen Mixer. Aber sie hat gesagt, ich soll keine Kekse verschenken, weil das nicht fair wäre. Und jetzt tut sie genau das, was sie mir verboten hat.
Ah, die gute alte Sauerapfel. Wie damals, als ich noch Ihr Lehrling war. Was? Sie waren Sauerapfels Lehrling? Sie hat mir alles über das Backen beigebracht. Die wichtigste Lektion? Leckereien sind süß, nicht aber Bäcker. Ein Bäcker macht sich die Hände schmutzig. Was hat das denn mit mir zu tun? Sie hat dein Rampenlicht gestohlen. Jetzt bist du dran, dir die Hände schmutzig zu machen. Tausch ihre Zutaten aus, bombardiere ihre Website oder marschiere einfach auf die Bühne und nenne sie live im Fernsehen eine hinterhältige Bäckerin. Was auch immer nötig ist, um weiterzukommen. Tschüssi. Oh, sie hat damit angefangen. Vielleicht sollte ich einfach allen sagen, wie schrecklich sie ist. Aber ich möchte, dass die Bären mich mögen, weil ich gut bin in dem, was ich tue. Und nicht, weil ich jemand anderen schlecht gemacht habe. Oh. Oh, das riecht großartig. Wir waren so beschäftigt, dass wir das Mittagessen verpasst haben. Oh, na dann. Ja, bitte. Jemand sollte sie genießen. Oh, vielen Dank. Die musst du unbedingt probieren. Die sind ja außergewöhnlich. Wer hat die gebacken? Die Bäckerin mit der Mütze? Du meinst Emily Erdbeer? Was? Emily Erdbeer, komm auf die Bühne! Oh, gut. Sauerapfelmarmelade sagte, du wärst zu beschäftigt, um etwas für mein Silvester-Spezial zu backen. Was hat deine Meinung geändert? Eigentlich... Tu es! Gib deiner Wut nach! Wisst ihr, Sauerapfelmarmelade hat mich daran erinnert, was für eine Bäckerin ich sein will. Und das ist eine Bäckerin, die immer Zeit hat, für ihre Freunde zu backen. Langweilig! Backen für Freunde, was für eine fabelhafte Art, das neue Jahr zu beginnen. Meinst du nicht auch, Sauerapfelmarmelade? Ich hätte es nicht besser sagen können. Ja, er ist perfekt. Tada! Ist mein Schneemann denn auch so perfekt? Limone, wir haben dich auf der Eislaufbahn vermisst. Ich musste mich um Honigtau-Sorbet kümmern. Limone und ich machen Schneemänner. Bist du dir da sicher? Was? Wow, welchen hat wohl Limone gemacht und welchen hast du gemacht, Honigtau-Sorbet? Das ist so schwer zu sagen. Wirklich? Ich finde es ziemlich leicht zu... Ich weiß nicht, was du denkst, Emily. Aber ich finde, dieser Schneemann ist etwas Besonderes. Hey, du, so macht man doch keinen Schneemann. Bei dem kommen ja die Hände aus dem Kopf. Das ist ein Schneefreak. Schneefreak, Schneefreak. Was kann denn sonst ein Schneemann machen? Traditionell besteht ein Schneemann aus 3 Schneebällen unterschiedlicher Größe und einer Karottennase, 2 Augen aus Kohle und... Dann hab ich's falsch gemacht. Hey, du hast gar nichts falsch gemacht. Man kann einen Schneemann nicht nur auf eine Art bauen. Genauso wie es nicht nur eine Art gibt, Ferien zu machen. Schneeflocken herrlich, unterschiedlich wie du und ich. Und den Schneeflocken geht es hier, ganz genau wie dir und mir. Komm, lass Weihnachten dies Jahr besonders sein. Einfach magisch, traumhaft schön, Riesenspaß für Groß und Klein. Ja, wir feiern, wie es uns gefällt. Ganz egal, wie ihr es feiern wollt, es wird ganz einfach toll. Ja, wir feiern, wie es uns gefällt. Ah, 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 ah.
Entschuldigung. Wir würden gerne mit euch zusammen Schneemänner bauen, wenn das okay ist. Tut uns leid. Wir hätten deinen Schneemann nicht Schneefreak nennen sollen. Er ist eigentlich ziemlich cool. Das sind sie alle. Ich weiß nicht. Was meinst du, Honigtauser B? Mal sehen, was ihr drauf habt. Wow. Endlich ist es Zeit für meinen Lieblingswinterzauberbrauch. Den geheimen Zaubergeschenketausch. Okay, ich weiß, dass Geschenke einige Bären stressen. Aber lasst euch das von einem Geschenkprofi wie mir sagen. Geschenke sind eine Kunst für sich. Lasst euch von Dingen inspirieren, die eure Bäre liebt. Vertraut eurem Bauchgefühl. Das wird super. Wann können wir den Zettel essen? Nein, wir essen den Zettel nicht. Oh. Man zieht einen Zettel aus dem Hut und kauft für die Beere, dessen Name darauf steht, ein Geschenk. Seid ihr bereit? Ja! Geht's dir gut, Emily? Käsestrudel und Kirschstreusel? Machen die beiden eigentlich alles gemeinsam? Oh, was mache ich denn jetzt nur? Ich habe keine Idee, was ich den beiden schenken soll. Emily, du bist die beste Geschenkemacherin, die ich kenne. Wir müssen nur rausfinden, was die beiden mögen. Du schaffst das. Orangella hat recht. Ich muss die beiden nur ausspionieren. Ich schaff das. Hey, ihr süßen Bären. Was macht ihr? Denkst du vielleicht an kleine Fische in Ballerina-Kostümen? Nein. Hey, gib mir das Würstchen zurück, du Ratte! Denkst du dann vielleicht an eine Ratte mit einem Hotdog? Ja, wir sind Hellseher. Hopsa! Das ist doch völlig unmöglich. Ich liebe die Geräusche von Bauarbeiten zusammen mit Wahlgesängen. Ich auch. Das ist voll langweilig. Ich hasse es. Ja, du hast recht. Das Sauerkraut riecht so herrlich nach zu Hause. Wie köstlich. Okay, das war's für mich. Das sollte im Kumin-Thymian-Museum hängen. Meine Pinselarbeit ist unkrautlich. Ich hasse es. Nichts, was sie tun, ergibt Sinn. Das Einzige, was ich heute herausgefunden habe, ist, dass sie anscheinend Sauerkraut mögen. Vielleicht. Oh, ich bin ein Geschenkversager. Und für was hast du dich entschieden? Sauerkrautplätzchen. Tada. Lecker. Oh, ich weiß. Sauerkraut bietet einfach so viele Möglichkeiten. Okay, seid ihr zwei bereit? Die anderen warten alle schon. Ja, sieht wohl so aus, als wäre meine perfekte Geschenke-Glückssträhne vorbei. Los geht's. Oh. Strudel? Streusel? Hier. Also probiert sie zumindest mal bevor. Du hast uns die Hotdog-Ratte geschenkt? Dieses kleine, dreckige, ekelhafte Nagetier? Aber ich... Nein, Moment! Wir lieben es! Was? Wie war das? Wir nennen ihn Wilhelm Sauerkraut! Dankeschön, Emily. Du bist sehr weise. Es war falsch, dich so hart zu verurteilen und uns über deine alberne Mütze lustig zu machen. Oh, das ist ja so süß. Hey, was stimmt nicht mit meiner Mütze? Weißt du, was die beiden damit meinen? Dass Ratten echt gerne Sauerkraut essen? Ich bin immer noch die Beste, wenn es ums Schenken geht. Ich habe ins Schwarze getroffen. Siehst du, wie ich gesagt habe, man muss nur auf sein Bauchgefühl hören oder in diesem Fall dem Bauch der Ratte. Die... Oh, Guave, ich habe ihnen eine Ratte geschenkt. Ihr beiden, vielleicht solltet ihr mal zum Tierarzt gehen. Wegen der Impfungen, ihr müsst sie impfen lassen. Ein Stück Ananas-Blaubeer-Jalapeno-Pizza. Danke, scharfe Kruste. Das Universum hat mir heute gesagt, dass ich was Neues ausprobieren soll. Nein, das ist es nicht. Ich bleib einfach im Flow und schau mal, wo das Universum mich hinführt. Nein, das ist es auch nicht. Und das auch nicht. Das ist auf jeden Fall interessant. Aber nein.
Komm schon, Universum. Okay, und... Aha! Das war nicht richtig. Warum kriegen wir das nicht hin? Wir müssen einfach noch mehr trainieren. Hallo, meine Lieben. Das Universum hat mir gesagt, dass ich was Neues ausprobieren soll. Und was macht ihr so? Wir üben unsere Kühe für den Apfel-Großstadt-Rollschuh-Team-Wettbewerb. Und es muss einfach perfekt sein. Ja? 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 Nein! Wir trainieren jetzt schon seit Stunden und kriegen es nicht richtig hin. Wir haben keine Zeit für Spaß. Nochmal! Und von vorn! Oh, das Universum sagt, es gibt immer Zeit, um Spaß zu haben. Nichts gegen dich oder das Universum, aber wir müssen härter trainieren. Ist es nicht toll, dass das Universum und ich im richtigen Moment hierher gekommen sind? Ihr zwei müsst einfach mehr im Flow bleiben. Harte Arbeit ist echt schwer. Fühlt sich an wie ein gigantischer Test. Spielen macht da viel mehr Spaß. Dabei gibt es einfach keinen Stress. Also schließ die Augen, atme durch. Sieh, wie es in dir glüht. Fühl, wie alles leicht wird. Wie dein Herz erblüht. Zeit fliegt, alle Sorgen wehen davon. Sind froh und sorgenfrei. Wähle, was dich glücklich macht. Vertrau, du hast alles, was du brauchst. Das Ziel. Das Leben sollte damit leichter sein. So wirst du niemals müde werden. Und die Welt ist plötzlich nicht mehr klein. Also los, komm und schau dich einfach um. Die Welt erstrahlt für dich. Was du willst, wird immer richtig sein. Komm nur und lass los. Zeit fliegt, alle Sorgen gehen davon. Sind froh und sorgenfrei. Wähle, was dich glücklich macht. Vertrau, du hast alles, was du brauchst. Lass einfach los. Ja, lass dich nur frei. Zeit fliegt, alle Sorgen gehen davon. Sind froh und sorgenfrei. Wähle, was dich glücklich macht. Vertrau, du hast alles, was du brauchst. Lass einfach los. Das hat Spaß gemacht. Tschüss. Warte! Bonnie, warte mal. Das war großartig. Komm in unser Team und trainier mit uns. Das ist es also, was das Universum mir zu sagen versucht hat. Okay, ich bin dabei. Super. Jetzt gewinnen wir auf jeden Fall. Wir meinen, es ist egal, ob wir gewinnen, solange wir nur im Flow bleiben und Spaß haben. Oh, wie nett von Limone Chiffon und ihren Vätern, uns zu ihrem Beerenblütenfest mal einzuladen. Und ist es wirklich okay, dass wir das Kochen übernehmen? Ich habe Limone gefragt und sie hat gesagt, dass ihre Väter nicht kochen, also... Wir haben alle Lieblingsspeisen des Landes. Grüner Bohnenauflauf, Apfelsoufflé, gefüllte Bällchen und die Truthahnente. Ich meine, warum sollte man nur Truthahn essen, wenn man Truthahnente und Hühnchen zusammen essen kann? Oh, und alles ist ganz frisch zubereitet. Genau so, wie es beim Bärenblütenfest mal sein sollte. Ist das nicht wunderbar? Euer Bärenblütenfestmahl ist da! Oh, aber unser Bärenblütenfestmahl ist schon da. Heilige Schlagsahne, du hast doch gesagt, deine Väter kochen nicht. Oh, haben wir auch nicht. Das ist vom Catering-Service. Bio-Truthahn, Austernfüllung mit Sahnesoße, leicht gegrilltes Gemüse. Hier gibt's keine matschigen Soufflés und überkochte Aufläufe. Perfekt und makellos, genauso wie ein Bärenblütenfestmahl sein sollte. Was habt ihr mitgebracht? Nur ein paar matschige Soufflés und überkochte Aufläufe. Oh, wow, wow, wow. Zwei Festmahle in einem? Das ist ja toll, aber wo sollen wir denn da nur anfangen zu essen? Mit meinem. Kennt ihr das Gefühl, wenn ein klitzekleiner Fehler, den ihr gemacht habt, zu einem Riesenproblem wird? Grüß
grüner Bohnenauflauf, so wie ihn Oma Marmelade früher gemacht hat. Oder möchtest du stattdessen vielleicht lieber leicht gegrillte grüne Bohnen? Leckere Bratensoße. Austernfüllung mit Sahnesoße. Gefüllte Bällchen, bestens zum Werfen geeignet. Preiselbeersoße. Apfelsoufflé. Überbackene Kartoffeln. Süßkartoffeln. Putenbrust aus dem Ofen. Macaroni und Käse. Wer möchte Trumpfmomente? Keine Ahnung, was das sein soll, aber ich will es auf keinen Fall auf meinem Tisch haben. Mira, Emily, könnt ihr mir helfen, den Geschirrspüler in der Küche zu streichen? Warum regen Sie sich so auf? Manche Bären nehmen ihre Feiertagstradition sehr ernst. Und diese beiden könnten sich gegenseitig ernsthaft verletzen. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Wie passen sich eine Truthahn zusammen mit einer Echse? Oh ja, es ist doch so schlimm. Was sollen wir denn tun? Hast du gerade scharfe Soße auf den Apfel gemacht? Ich esse komische Sachen, wenn ich nervös bin. Das ist es! Sie hat eine Idee. Ich habe eine Idee. Was habt ihr in eurem Kühlschrank? Was esst ihr da? Eis mit Knuspermüsli. Sandwich mit Erdnussbutter und Essiggurke. Sarfe-Soße mit Obst. Lecker. Oh, warum esst ihr sowas, wenn wir so tolles Essen hier haben? Weil es beim Bärenblütenfest mal darum geht, das Essen, das man liebt, mit den Bären zu teilen, die man liebt. Ganz egal, wie seltsam es ist. Eigentlich geht es doch nur darum, mit wem man es teilt. Vielleicht haben wir es ein bisschen übertrieben. Und ehrlich gesagt, Austernfüllung mit Sahnesoße habe ich noch nie probiert. Das musst du probieren. Ich habe noch nie mit gefüllten Bällchen geworfen. Oh, das macht Spaß. Viele Dinge können uns trennen, aber Essen kann uns zusammenbringen. Man muss nur bereit sein, ein Risiko einzugehen und mal was Neues zu probieren. Truthahnente? Kann mir jemand was von dem Eis mit Müsli geben? Oh. Oh, ja. Achtung, Bären! Wir kündigen unsere neue Aktion Versüße deinen Tag an. Jede von euch kreiert eine Leckerei mit ihrem eigenen Namen. Wie meine Sauerapfelmarmelade, Sauerapfelmarmelade. Und jetzt hopp, hopp, Bären! Orangella-Smoothie. Ganz einfach. Ich backe eine klassische Schokoladen-Himbeertorte. Und was ist mit dir, Emily? Emily? Hallo, ihr beiden. Was gibt's? Was für ein Erdbeergebäck wirst du denn machen? Oh, es gibt so viele Möglichkeiten, wisst ihr. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß es nicht. Oh, wie schade. Jetzt habe ich ja gar keine Butter mehr. Aha, man kann keinen Erdbeerkuchen ohne Biskuit machen und keinen Biskuit ohne Butter. Ich muss los. Tschüss. Wir sollten mal nach ihr sehen, oder? Das Gute bei einer so sensiblen Freundin wie Emily ist, dass man immer weiß, wenn sie versucht auszuweichen. Hat das was mit meiner Nichte zu tun, die sich mitten am Tag in ihrem Bett versteckt? Ja. Viel Glück. Komischer Ort, um Butter zu kaufen. Mir ging es auf einmal nicht mehr so gut. Ich dachte, ich sollte mich etwas ausruhen. Wir sehen uns nächste Woche irgendwann. Also, Emily Erdbeer, versuchst du etwa, dich vor deinem Erdbeergebäck zu drücken? Was? Ich? Puh, ich bin eine Bäckerin. Ich liebe es zu backen. Ich backe auch jetzt gerade in der Küche. Ich mach mal schnell weiter. Sie ist weggerannt, oder? Ja. Emily, sag uns einfach, was los ist. Was los ist? Hier kann man Nudelhölzer kaufen. Man kann nie genug von diesen Dingern haben. Probiert sie doch mal. Hallo, haben Sie eine süße, hyperaktive Beere mit einer Mütze gesehen? Oh, sie ist in Saal 1. Popcorn? Okay, im Ernst? Das kann ja wohl echt nicht noch absurder werden. Das würde ich nicht sagen.
Okay, jetzt reicht's aber langsam. Hast du irgendwas, um den Luftballon zu zerplatzen? Ein bisschen übertrieben, oder? Nein. Sag schon, was ist los? Bin wieder da. Weil du mich vom Himmel geschossen hast. Verstehst du? Du bleibst jetzt hier. Du weißt doch, dass du uns alles sagen kannst. Okay. Ich kann kein Erdbeertörtchen backen. Was? Aber es ist so einfach. Jeder mit etwas Grips könnte. Entschuldige. Ich weiß. Aber das ist doch mein Name. Ich kann nicht einfach irgendein Erdbeergebäck machen. Es muss was ganz Besonderes sein. Oh, ziemlich dämlich, oder? Du schaffst das. Du bist du. Du weißt also nicht, wie du ein Emily-Erdbeergebäck machen sollst. Dann denken wir uns was Besonderes aus. Zusammen. Das ist ein Mini-Erdbeertörtchen. Sehen Sie, es ist so klein, so winzig, so mini. Also, der sieht sehr schön aus. Ist doch einfach, wenn man so bärenbeste Freundinnen hat wie ich. Die heutige Sorbet-Sonnenwende bringt uns Ausgeglichenheit und Entspannung. Und wir haben alles, was wir brauchen, um das traditionelle Sonnenwende-Sorbet zu machen. Das stimmt. Wir haben Milch, wir haben Zucker. Grapefruit bringt das Apfelmus mit. Und das alles kommt in meinen super-duper Spritzbeutel 3000. Ah, heute Abend wird es so friedlich. Und so... Erdnussbutterknusper-Wackelpuddingrolle! Nein, 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 nein! Yeah! Party! Mit dem hier. Universum, wie konntest du das nur zulassen? Ach, nicht das Universum. Ein Durcheinander in meinem Kalender. Aber es gibt genug Platz für euch beide, um mit euren Freunden Spaß zu haben. Aber sie kommen auf keinen Fall ins Wohnzimmer. Nein, wir brauchen das Wohnzimmer. Sie haben das neueste Trichterkuchen-Videospiel. Ach, macht euch keine Sorgen. Wir können doch alle gemeinsam hier übernachten. Kein Problem. Könnte lustig werden. Seht ihr? Alle vertragen sich bestens. Könnte eine lange Nacht werden. Fühl die Schwingung des Sorbets. Ist das etwa Trichterkuchen 3? Das ist Trichterkuchen 4! Oh Mann, ich fürchte, das wird eine lange Nacht. Und dann stiegen sie aus ihrem Auto und drehten sich um und sahen 6 Schlammmonster! Ich fühle mich total erfrischt und verjüngt. Nicht wirklich. Ich wollte nur nett sein. Ich habe ein Sonnenwendelied geschrieben, das wir singen können, während wir das Sorbet machen. Bonnie, wo sind denn die Zutaten? Und mein Spritzbeutel 3000. Und wo ist Bonnies kleiner Bruder? Oh, nein! Halt! Okay. Lasst uns alle durchatmen und entspannen. Okay, du willst es nicht anders. Ich hab die... Nein. Mein Pyjama. Die Schlacht dauerte die ganze Nacht. Bäre gegen Bäre, Schwester gegen Bruder. Und dann... Stille. Bonnie? Ich habe mit deinem Bruder gesprochen und er hat dir was zu sagen. Entschuldige, dass ich dein Sonnenwende-Ding verpatzt habe. Ah, ich fühle mich großartig. Das Sorbet hat meine Poren geöffnet. Wow, ich habe mega gut geschlafen. Oh, du warst genau das, was wir brauchten, um uns zu erholen und zu verjüngen. Oh Mann, hör endlich auf. Wie geht's? Ich bin froh.
froh, dass ihr beide euch vertragen habt. Dann geht das Aufräumen auch schneller. Ja, Mom. Tut mir leid, dass die Sorbet-Sonnenwende nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast. Es war besser. Ich würde gern wissen, ob die Freunde von Blaubeer-Bagel zum Eclair Equinox kommen können. Nächstes Mal sind wir auf sie vorbereitet. Ich glaube, so langsam habe ich den Dreh raus, wie das mit dem Rollschuhlaufen geht, dank meiner fantastischen Lehrerin. Du machst das echt super, Emily. Folge mir, so wie wir es geübt haben. Bin direkt hinter dir. Wow. Kannst du mir das beibringen? Der dreifache Tiramisu-Twist? Dafür bist du noch nicht bereit. Nicht mal ich bin dafür bereit. Aber ich bin bereit für Pizza. Willst du ein Stück? Ich komm gleich. Ich sag Ihnen, Spicy, einer Beere das Rollschuhlaufen beizubringen, macht echt hungrig. Also wenn du Emily das beigebracht hast, dann musst du großen Hunger haben. Das ist der einbeinige Sirupsprung. Wo hat Emily den einbeinigen Sirupsprung gelernt? Also, wer hat dir das beigebracht? Ach, niemand. Ich hab gesehen, wie Crêpe Suzette das macht und hab's ausprobiert. Ich kann's dir zeigen, wenn du willst. Sie? Soll es mir zeigen? Oder ich könnte dir etwas zeigen. Der Donut-Dip. Keine große Sache. Oh, toll. Oh, und am Ende könnte ich noch diesen tollen Move machen und es den Donut-Dip mit Streuseln nennen. Was meinst du? Okay, jetzt geht's los. Moment, was geht los? Naja, ich glaube, ein kleiner Wettkampf kann nicht schaden. Oder? Tiramisu-Twist. Warte, du hast doch gesagt, dass keine von uns dazu bereit wäre. Ich wollte nicht, dass du dich schlecht fühlst. Alles okay, Orangella? Orangella? Irgendwas sagt mir, dass dieser Wettkampf nicht ganz so freundschaftlich war, wie ich dachte. Hey, ich habe ein Stück Pizza für dich. Ach, weißt du, du bist wirklich gut im Rollschuhlaufen. Vielleicht besser als ich, aber gut in Sport und so zu sein, ist eigentlich mein Ding. Ich kann doch nur Rollschuhlaufen, weil du es mir beigebracht hast. Freunde machen sich gegenseitig besser. Wie Schlagsahne und Kuchen. Vielleicht kannst du mir ja den einbeinigen Sirupsprung beibringen. Danke! Keine Autogramme, bitte. Ich bin froh, dass der Wettkampf vorbei ist. Absolut. Wettkämpfe sind sowas von out. Der Apfel-Großstadt-Rollschuh-Teamwettbewerb! Also, wie war das nochmal mit dem Wettkämpfen? Ich meinte natürlich nur zwischen dir und mir, aber wenn wir gegen andere Bären antreten, absolut. Komm schon, Emily. Dann fangen wir gleich mal an zu trainieren. Puh, was für ein Tag. Aber endlich haben wir unsere letzte Bestellung fertig. Jetzt müssen wir sie nur noch liefern, und zwar an 1313 Gruselige Bärenstraße. Sagtest du 1313 Gruselige Bärenstraße? Wieso? Es ist noch nicht mal bewölkt. Das Marzipanhaus. Das Geisterhaus auf dem Gipfel des Hügels. Moment, Moment. Geisterhaus? Das ist doch totaler Apfelmus. Du glaubst doch wohl nicht an Geisterhäuser, oder? Nein.
Natürlich nicht! Aber bitte erzähl mir alles! Wie wär's, wenn ich dir zeige? Okay, es ist ein renovierungsbedürftiges Haus. Der Legende nach war der Besitzer besessen davon, Marzipanmänner zu backen! Du meinst Lebkuchenmännerplätzchen? Nein, nein, Lebkuchenmänner sind süß, aber Marzipanmänner sind böse! Eines Nachts, während eines schrecklichen Gewitters, erwachten die Marzipanmänner zum Leben! Und was? Das weiß niemand. Der Besitzer wurde nie wieder gesehen. Sehen wir nach, wer da drin ist. Du. Was ist das? Glaubt ihr, das ist der Geist des Besitzers? Oder ein sprechender Keks? Weder noch. Das ist wahrscheinlich eine ältere Beere. Wir haben ihre Bestellung. Gib sie mir, oder ich zerquetsch dich. Er meint nur, wir sollen sie reinbringen. Okay. Das ist ja wirklich überhaupt gar nicht gruselig. Uns geht's nicht gut. Emily, das ist ein Mixer. Okay. Moment, wo ist Bonnie? Hier drüben. Bonnie, pass auf! Oh, bitte. Das ist eine Buddha-Handfrucht. In Torten schmecken die fantastisch. Jetzt komm schon. Wir stellen das hier ab und gehen nach Hause. Heiliger Donut! Okay, Bonnie. Leg den Plätzchenausstecher lieber weg. Emily dreht sonst durch. Klar doch. Das ist interessant. Bitte sag mir, dass ihr eine rationale Erklärung dafür habt. Hab ich nicht. Was macht ihr hier? Sofort raus hier! Kommt zurück! Was ist denn mit euch los? Hä? Herr Mango? Was machen Sie denn hier? Mein Verlobter Bobby Bananabee und ich haben das Haus gerade gekauft. Wir haben aufgeräumt und die Unmengen an seltsamen und gefährlichen Haushaltsgegenständen weggeworfen. Moment, was? Aber was ist mit der gruseligen Stimme? Danke für den Smoothie. Schon besser. Ich habe von dem ganzen Staub hier einen rauen Hals bekommen. Aber Sie haben doch gesagt, Sie würden uns zerquetschen. Oh, ich habe Bärenbrüder Smash oben auf meinem Handy gespielt. Kommt mit! Ich zeig euch, warum Bobby und ich uns dieses alte Haus gekauft haben. Diesen Garten konnten wir uns nicht entgehen lassen. Vielleicht haben wir unserer Fantasie etwas zu viel freien Lauf gelassen. Oh, seht mal, noch ein Marzipanmännchen. Wir finden diese kleinen Kerle überall. Lebkuchenmänner sind süß. Marzipanmänner sind böse. Habt ihr noch Lust mit uns? Nein, danke, wir müssen jetzt los. Tschüss! Nein! Die Barbacoa-Bonanza ist tanzen, tanzen, springen, springen, jubeln, drehen, beißen! Komm schon! Das ist der heißeste Trend bei Tic-Taco! Was machen die beiden denn da? Sie üben schon den ganzen Tag ihren Tic-Taco-Tanz. Soziale Medien sind schon ziemlich speziell. Oh, und machen ordentlich Dreck. Oh, um Himmels Willen, wer hat diese ganze Schweinerei hier angerichtet? Die waren das! Schafft die Viecher hier raus. Die Backstuben sind kein Streichelzoo. Die Haustiere haben die Sauerei nicht angerichtet. Es waren... Erdbärchen. Die Beweise kleben überall an ihnen. Das ist doch nur, weil... Ich will die Viecher nur in niedlichen, viralen Internetvideos sehen oder ausgestopft an meiner Wand hängen haben und nicht in den Backstuben. Sperrt sie ein, bis ihr sie mit nach Hause nehmen könnt. Ab morgen sind sie verboten. Verboten? Es tut mir leid, Schnurrschön. Wenn wir doch nur irgendwas tun könnten... Und das waren doch noch nicht mal die Tiere, die getanzt haben.
Ich weiß, und stell dir vor, niedliche Tiere, die einen Tic-Tac-O-Tanz machen. Das wäre so süß, dass Sauerapfel sie nicht hätte vertreiben können. Ach Quatsch, das geht doch gar nicht. Wir überlegen uns was, das verspreche ich euch. Die beiden Tierchen könnten nicht süßer sein. Oh. Das ist die Barbacoa-Bonanza. Schade, dass sie keine Tacos haben. Das wäre wirklich fantastisch. Ins Internet. Okay, wir haben einen Plan. Wir brauchen nur 300 Donuts, ein Motorrad, eine Angelrute und... Wow! Oh, yeah. Heiliger Bananenkuchen, was ist denn hier los? Yay! Die Tiere haben... ein Wert für die Backstuben. Sie können trotzdem nicht hierbleiben, wenn sie so eine Sauerei machen. Komm schon, Käsestrudel. Die Tiere stellen uns in den Schatten. Ich tue mein Bestes, Kirsche. $5 pro Autogramm und ich behalte 60% der Gesamteinnahmen. 40. 50. Abgemacht. Wow, unglaublich, was die Tiere hier für eine Sauerei angerichtet haben. Ich glaube, was Schnurrschön sagen will, ist, Haustiere machen einfach alles besser. Hey, Emily, du wirst ja immer besser. Du machst das toll. Besser zu werden ist ganz schön anstrengend und macht hungrig. Essen? Super Idee! Na los, alle rüber zum scharfen Pizzastand! Wie scharf? Oh ja! Wie scharf ist diese Pizza denn? Als würdest du Lava essen! Die schmilzt dein Gesicht weg! Oh, okay. Dann bestelle ich eine Pizza, die nicht scharf ist. Bitte nicht um Extrawünsche! Scharfe Kruste verkauft nur scharfe Pizza! Was? Alles, was ein Koch oder Bäcker will, ist, seine Kunden glücklich zu machen. Mach es einfach so wie wir. Ein Stück scharfe Pizza, bitte. 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 Oh, die esse ich auf keinen Fall. Wie geht's Ihnen, Mr. Scharfe Kruste? Ja, ich find's toll, was Sie hier machen. Jeder bestellt hier einfach ein Stück scharfe Pizza. Wirklich cool, cool, cool. Hat hier schon mal jemand eine scharfe Pizza, aber nicht scharf bestellt? Also, das wäre echt super komisch. Ich sehe, Sie sind beschäftigt. Okay, ich nehme ein Stück Pizza, also nicht scharf. Mein Name ist Scharfe Kruste und das ist der scharfe Pizzastand. Keine Schärfe, keine Pizza für dich. Wir haben dich gewarnt, Emily. Ich versuche dir ein Stück zu holen. Ich hätte gern ein Stück scharfe Pizza, bitte. Du hattest aber heute schon ein Stück. Das ist für meine Freundin. Sie wollte doch nur... Es gibt keine Pizza für dich! Ich habe ein Lied über die Kraft der Vergebung geschrieben. Liebe... Es gibt keine Pizza für dich! Das Universum sagt mir, dass sie viel glücklicher wären, wenn sie... Okay, wird schon weg! Sie bekommen diesen Handroboter 5000 für ein extra Stück Pizza. Er könnte Ihnen helfen, Pizzateig zu schleudern. Keine Pizza für dich, dich und deinen Roboter! Guten Tag, ich bin Beef Wellington, der Onkel von Emily. Bitte geben Sie ihr noch eine Gelegenheit für ein Stück Pizza. Keine Pizza für niemanden von euch!
Sie Ihre Kunden nur so behandeln? Wenn jemand keine Streusel auf seinem Muffin haben will, wissen Sie, was ich mache? Ich streue keine Streusel drauf, weil es die Bären glücklich macht. Aber sie kennen nur keine Pizza für dich und erschrecken alle Bären. Aber ich kann doch nichts anderes als scharfe Pizza. Oh. Aber nicht doch, das ist kein Grund zu weinen. Wissen Sie, ich glaube, Sie brauchen einfach nur jemanden, der Ihnen zeigt, wie man andere Pizzen macht. Ich war so gemein. Wer würde mir schon helfen? Ich habe eine vegetarische Pizza gemacht. Und sie ist überhaupt nicht scharf. Sehen Sie? Ich wusste, dass Sie das schaffen. Ich kann jetzt jede Art von Pizza machen. Dankeschön, Emily. Aber meine scharfe Pizza ist immer noch meine Spezialität. Es würde mir viel bedeuten, wenn du sie mal probierst. Ich, also... Okay. Und wie schmeckt sie dir? Oh, ja. Super lecker. Oh, was für ein Tag. Seitdem Sauerapfelmarmelade die Backstuben übernommen hat, gibt es viel mehr zu tun. Aber das Beste an den Backstuben ist, dass ich immer Zeit für eine Pause mit meinen bärenbesten Freundinnen habe. So viele Lieferungen. Okay. Komm schon, Limone, du schaffst das. Das war zumindest mal das Beste. Was steht noch auf der Liste? Den Innenhof sauber machen? Oh, du siehst ja aus wie ein Rind auf einem Grillfest. Was ist los, Süße? Bei all dem Stress vermisse ich es einfach, mit meinen besten Freundinnen Spaß zu haben. Naja, Erfolg erfordert manchmal Opfer und manchmal gehen Freundschaften auseinander. Gehen auseinander? Du willst als Bäckerin groß rauskommen? Dann musst du harte Entscheidungen treffen. Stopp! Alle mal herhören! Wir brauchen eine Freundschaftsparty! Wir sind alle so beschäftigt, ich sehe euch kaum und ich denke, wir sollten uns einfach treffen, weil ich keine schweren Entscheidungen treffen will. Hört sich gut an, aber wir haben so viel zu tun. Ich kann allerfrühestens in 3 Wochen. Haben wir Zeit für eine Party? Heute Abend, bevor es zu spät ist. Also, wenn wir bis dahin alles erledigt haben... Toll! Hier habe ich ein paar selbstgemachte Einladungen. Ich bin super aufgeregt, das wird toll. Ich freue mich bis später. Moment, wann hattest du denn Zeit, die zu machen? Na, das ist ja super süß geworden. Wir werden lachen, essen, singen und ein Gruppenfoto machen, damit wir diesen Abend nie vergessen. Willkommen zur Freundschaftsparty! Oh, Karaoke! Und ein Fotostand! Sag Freunde! Freunde? Was? Du gehst schon? Sorry, Sauerapfelmarmelade hat einen straffen Smoothie-Zeitplan für mich. Aber das Gruppenfoto... Hi? Hallo, Emily, Erdbeer. Silly kann leider nicht kommen und hat mich geschickt. Ich liebe es, mich mit Freunden zu treffen. Oh. Entschuldige, Emily, wir haben es versucht, aber es gibt noch so viel zu tun. Wir dachten, wir könnten stattdessen Video chatten. So können wir wenigstens... Wenigstens was? Was denn? Oh, zum Glück gibt's ja noch Bonnie. Oh, meine allerliebste Emily. Leider kann ich nicht zu deiner Party kommen, aber du sollst wissen, dass ich in Gedanken immer bei dir bin. Alles Liebe, Bonnie. PS, mein Geist sagt tolle Törtchen. Das ist echt unheimlich. 01010011110101010101. Hey, geht's dir gut? Klar. Was für eine Party, ganz, ganz toll. Ich, du, der Kurinator und Schnurschön. Alle haben zu tun. Du weißt ja, wie man sagt, Erfolg erfordert manchmal Opfer. Wie bitte? Wer sagt das? Ich habe viel zu tun und ich bin sehr erfolgreich. Das heißt aber nicht, dass ich meine Freunde nicht sehe. Das heißt es nicht? Nein. Warum sollte ich mich zwischen Freunden und Arbeit entscheiden? Ach. Beides geht. Es geht beides? So können wir feiern, während wir arbeiten. Hm. Möchte ich eine erfolgreiche Bäckerin werden? Ja. Liebe ich meine Freundinnen? Ja. Muss ich mich zwischen ihnen entscheiden? Nein. Danke. Eine Party? Ihr wisst doch, dass ich es nicht mag, wenn herumgealbert wird, während...
tolle Freundschaftsparty, Emily. Was soll das werden? Sie hatten recht. Erfolg erfordert manchmal Opfer. Aber wenn man Freunde an seiner Seite hat, ist alles viel einfacher. Nach der anstrengenden Arbeit haben wir uns eine Fotopause verdient. Sind Sie so nett? Sagt Freunde! Freunde! Die Welt der Camper ist im Wandel. Wir spüren es in der Luft. Wir riechen es im Feuer. Vieles, was einst war, wird nie mehr dasselbe sein. Alles begann mit der Zubereitung der Marshmallows. Richtige, mächtige Marshmallows. Aber nicht alle Bären waren sich über das beste Rezept einig. Die besten Marshmallows sind außen verkohlt und innen heiß und klebrig. Das sehe ich anders. Am besten röstet man Marshmallows am Rande des Feuers goldbraun. Etwa so. Auf keinen Fall. Orangella hat recht. Ich mag sie auch außen verkohlt. Ich auch. Ich mag meine Marshmallows lieber roh. Sag nein zu Marshmallow-Quälerei. Aber meine Schokolade mag ich super geschmolzen. Merkwürdig. Aber ich kann's nachvollziehen. Wir haben jede Menge Marshmallows. Also kann jeder seine Marshmallows genauso machen, wie er möchte. Doch sie wurden alle betrogen. Es war, als hätten die Marshmallows ihren eigenen Willen. Oh, alles gut. Wir haben tonnenweise Marshmallows. Eine Ziege? Oh. Nein, wartet, da! Es ist noch ein Marshmallow übrig. Beere gegen Beere. Der Reihe nach verfielen sie der Macht des Marshmallows. Denn jetzt gab es nur noch eins. Ein Marshmallow. Okay. Lasst uns eine Pause. Hab den ein! Du wirst es vermasseln! Ich rette dich, mein Schatz! Was ist denn mit euch los? Krieg breitete sich aus unter den Campern. Bist du jetzt der Erzähler oder was? Ha, jemand muss dem Chaos einen Sinn geben. Nimm das! Hurra. Ich krieg das wieder hin. Nein. Ich hab es! Ich hab es! Oh. Nein! Ich hab es repariert! Los, gib es uns! Die Armee der Verkohlten verlangt nach einer knusprigen Außenseite und einer klebrigen Innenseite. Nein, niemals! Die goldbraunen Röstgefährten verdienen das Marshmallow! Nein, Marshmallows darf nicht verletzt werden! Bonnie, Marshmallows beschützen! Ich könnte das beste Marshmallow machen, das es je gab. Bären würden auf seine Schönheit schauen und den Kopf verlieren. In dem Moment wurde Emily klar, was sie zu tun hatte. Dieses Marshmallow hätte fast unsere Freundschaft zerstört. Und kein klebrig-süßer Nachtisch ist das wert. Ich hätte lieber keine Marshmallows als keine Freunde. Du hast recht, Emily. Es war nur ein Marshmallow. In diesem Augenblick. Bitte, hör auf damit! Tut mir leid, es ist nur... Oh, ich wusste, dass dieser Stamm so weich und bequem war. Schaut mal, worauf ich gesessen habe. Na also, sieht aus, als könnten wir Marshmallows haben und Gefährten sein. Wo habe ich nur die Kekse hingetan? Das Marshmallow war nur das erste Kapitel von Der Herr der... Wir sind zurück. Wie lange sind wir eigentlich gewandert? Tage, Wochen. Es waren 3 Stunden. Ein Bär! Nein, das war ich. Ich sterbe vor Hunger. Keine Sorge, Bären. Die Jungs kümmern sich um euch. Wir haben Abendessen gemacht. Oh, super. Es gibt Steinsuppe. Das ist ein altes Rezept, das ich von meiner Oma Tortenrand kenne. Man gibt Steine in kochendes Wasser und fügt dann Essen hinzu, bis es lecker schmeckt. Eklig. Sieht aus,
aus wie schleimiger Brei mit Hundegeschmack. Ich koche lieber was im Wohnmobil. Also, es gibt nichts mehr. Wir haben alles aufgebraucht. Warum habt ihr das getan? Wir dachten, wenn wir weiter Essen in den Topf werfen, wird es schon irgendwann schmecken. Was? Ich bin für das große Ganze zuständig. Er da hat das Kochen übernommen. Es gibt also nichts zu essen? Ich glaube, wir kriegen das noch hin. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir einander angreifen, um zu überleben. Alles wird gut. Wir befinden uns im Lebensmittelladen der Natur. Und dieser Ratgeber listet genau auf, was wir um uns herum essen dürfen und was nicht. Die Suppe wird köstlich. Riechst du dasselbe, was wir riechen? Wenn ich als kleines Pflänzchen ein Rezept vermasselt habe, hat mir meine Oma Erdbeermarmelade dieses Lied vorgesungen. Manchmal verdirbt mal etwas, Rezepte gehen schief. Manchmal will ich aufgeben, doch dann sing ich dies Lied. Hab ich mal keine Antwort, weiß ich nicht, was ich tun soll. Doch wenn ich's dann versuche, back ich Sachen richtig und alles wird plötzlich gut. Jede kleine Einzelheit kann ändern, was du dann tust. Hilf dir auf deinem Lebensweg, wenn du deine Träume suchst. Hör die auf, mach weiter, alle Fragen klären sich auf. Ja, es braucht gar nicht viel. Dann geht es bergauf. Ja, es braucht gar nicht viel. Dinge ändern ihren Verlauf. Es sieht genauso aus. Ich bin eine Bäckerin, keine Zauberin. Probier's einfach. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wartet nur, bis ihr den berühmten Nachtisch meiner Oma probiert habt. Steinsoufflé. Danke, Oma Erdbeermarmelade. Und dir auch, Oma Tortenrand. Ein gemeinsamer Campingausflug mit all meinen bärenbesten Freunden. Ich fand es toll, im Erdbeerland unter den Sternen zu schlafen. Es ist wirklich schön, sich mit der Natur so verbunden zu fühlen. Wo sind denn die anderen? Ich spüre eine Unruhe im Wald. Oh nein. Ich liebe den Geruch von gefilterter und gereinigter Luft am Morgen. Wahnsinn! Das ist wie eine Villa. Auf Rädern. Mitten im Wald. Das hat nichts mit Camping zu tun. Nein, es ist besser. Es ist Glamping. Der Extravaganza-Express hat WLAN, einen Solargenerator, eine Bowlingbahn oben auf dem Dach und das! Wir wollten es ursprünglicher. Ich laufe im Dreck. Was willst du mehr? Camping, Glamping. Solange wir zusammen sind, ist das doch egal. Wir können beides haben. Tolle Idee. Wir machen den Wettbewerb draus. Ihr macht es auf eure Art, wir auf unsere. Dann sehen wir ja, was das Beste ist. Nein, nein, und so mein... wer gewinnt, entscheidet, wie der Rest des Wochenendes verläuft. So meinte ich das eigentlich nicht. Camper gegen Glamper. Und los geht's. Wow, das ist ja wirklich schnell eskaliert. Die beste Art, um Fliegen fernzuhalten.
Wie wird man Insekten los? Was meinst du, Bonnie? Ich frag einfach nett. Die beste Art zu fischen. Ich bestelle bei Luxusessen. Die liefern überall hin. Will jemand Sushi? Geh an! Ich finde, die beste Art, sich hier draußen zu entspannen, ist mit ein bisschen Musik. So entspannend. Es brennt. So macht man Feuer. Nicht ganz der Ausflug mit meinen bärenbesten Freunden, auf den ich gehofft hatte. So, jetzt geht es ums Abendessen. Bei den Glampern gibt es Süßkartoffeleintopf, gegrillte Shrimps und Lavendel-Honig-Marshmallows. Und was gibt's bei den Campern zu essen? Wir essen Hot Dogs. Gebt doch einfach zu, dass die Glamper eindeutig... Was ist denn jetzt passiert? Ihr habt euer Wohnmobil den ganzen Tag laufen lassen. Es hat also keinen Saft mehr. Und das bedeutet... Kein Feuer? Keine Massagesessel? Keine Musik? Kein WLAN? Nein. Die Camper freuen sich, ihr Feuer mit den Glampern zu teilen. Wenn ihr zugebt, dass Campen besser ist. Okay, Campen... Vergiss es! Glamper und Camper werden gemeinsam nass! Danke, Gewitter! Du Mächtiger für gleiche Verhältnisse, Sorger! Du! Wir sind alle gleich! Emily, komm rein, es regnet! Gemüseteller gefällig? Dieser Camping- und Glamping-Trip ist ziemlich toll, auch wenn wir nicht unter den Sternen schlafen können. Oh, dafür gibt's eine App. Oh. Hat jemand von euch ein Ladegerät? Danke, Schnurrschön. Ganz schön was los. Verbranntes Erdbeertörtchen, Sauerapfel will. Oh, Lallibären-Chips. Für eine VIP-Party, die ich gebe. Ich denke, du bist die perfekte Bäckerin dafür. Dankeschön. Ich bin ein bisschen wählerisch bei den Zutaten. Zitrusinsel, Zitronen, brauner Zucker vom braunen Zuckerstrand. Und es ist gerade keine Lallibären-Saison. Es ist nur so, dass heute ziemlich viel los ist. Und um die Zutaten zu bekommen, muss ich meinen Truck schließen und... Oh, du kannst den Truck nicht schließen. Ich habe ja ganz vergessen, wie unerfahren du bist. Wenn es zu viel ist, frage ich jemand anderen. Nein, Moment, ich schaff das schon. Oh, wie wunderbar. Dafür hast du 2 Stunden. Die Zwillinge überwachen das. Die Zwillinge? Heiliger Donut! Dann mal los. Wir überwachen das. Mit beiden Augen. Wem kann ich den Einkauf anvertrauen, damit der Truck geöffnet bleiben kann? Huck macht Lieferungen für Honey. Orangella ist beschäftigt. Bonnie ist Bonnie. Wen könnte ich... Hey, vielleicht kannst du das machen, Schnurrschön. Großartig, du bist meine Rettung. Zitrusinsel, Zitronen? Kein Problem. Ach, dieses Tablet. Die Zitrusinsel, Zitronen gehen aufs Haus. Aber leider habe ich keinen braunen Zucker. Zucker? Selbstverständlich. Weißt du, ich war gerade erst Kitesurfen am braunen Zuckerstrand. Ich hole ihn dir. Aber pass bitte kurz auf Honigtau-Sorbet auf. Ein Stück
oder zwei, Lady Whiskers. Hier ist dein Zuckerschnurrschön. Tick-Tack, Emily! Ich hab Olalli-Bären für dich, wenn du den richtigen Zug machst, Kätzchen. Unglaublich, dass eine Katze mich geschlagen hat. Na, grüß Emily von uns. Sie war nicht mal weg. Überhaupt nicht spritzig. Ich glaube, es ist wirklich meine Schuld. Ich habe zu viel erwartet. Oh, geschafft. Ich hoffe, es schmeckt Ihnen. Das sieht einfach klasse aus. Ich dachte, sie war nicht weg. War sie auch nicht. Na gut. Und wo kommen dann all die Zutaten her? Mia. Unglaubliche Neuigkeiten. Das große Apfelstadtmuseum für Naturgeschichte veranstaltet heute Abend ein Seminar über die verschiedenen Kandisfelsen aus den Steinobstbergen. Ein Seminar über Felsen? Das hört sich faszinierend an. Meine Süße, ich hoffe, dass ich einen sehr schönen, spannenden und lehrreichen Abend mit meinem kleinen Limönchen verbringen kann. Das wäre Magma großartig. Bis später, Papa. Es ist echt toll, wie viel du und dein Papa gemeinsam... Hallo, meine liebste Tochter. Ich habe eine tolle Neuigkeit. Coco Lachelle zeigt heute Abend ihre neue Modekollektion und ich habe zwei Tickets. Und weil ich dich so lieb habe, mein Zuckerschnäuzchen, hoffe ich, dass wir zusammen hingehen. Bis heute Abend. Limone, wie kannst du gleichzeitig beim Felsenseminar und auf der Modeshow... Oh, okay, ja. Was soll ich nur tun? Papa hat mir beigebracht, das Lernen zu lieben, aber Dad hat mir beigebracht, Mode zu lieben. Ich liebe beides. Egal, was ich auch tue, ich werde einen von beiden enttäuschen. Kann mich gar nicht entscheiden, bin wirklich sehr verwirrt. Wählen mag ich gar nicht, das ist richtig, mein Kopf schwirrt. Dies oder das, oder jene oder welche. Ich kann hier gar nichts sehen. Bin total zwiegespalten, welchen Weg soll ich gehen? Wie auch immer ich wähle, eins von beiden verpasse ich. Ruiniert ist alles, das Glück ließ mich im Stich. Egal wie ich entscheide, die Antwort weiß ich. Bin hin und her gerissen, denn beide Seiten bin ich. Ich glaube, ich möchte hier lang, nicht immer kreuz und quer, zurück und einmal umdrehen. Weiß gar nicht, wo ich hingehöre. Rechts oder links oder rechts, hoch oder runter. Ich fühle mich nicht bereit, bin total zwiegespalten und beide Seiten haben Streit. Wie auch immer ich wähle, eins von beiden verpasse ich. Ruiniert ist alles, das Glück ließ mich im Stich. Egal wie ich entscheide, die Antwort weiß ich. Bin hin und her gerissen, denn beide Seiten bin ich. Es gibt viele Stücke, wenn du Kuchen backst. Eine leckere Vielfalt, such aus, was du magst. Ja, es ist egal, alle sind wunderbar, was immer du auswählst hier. Denn wie auch immer du auswählst, hier wird gar kein Spaß verpasst. Nimm dir Zeit und tu es noch, bevor der Tag verblasst. Egal wie du entscheidest, es gibt so viel zu sehen mit all deinem.
Was machst du denn hier? Ich habe eine Verabredung mit unserer Tochter. Und was machst du hier? Also, es gibt tatsächlich eine Ausstellung im Kumin-Thymian-Museum über die Geschichte der Mode in der Apfelgroßstadt. Ich dachte, wir könnten vielleicht alle zusammen hingehen. Wir können beide den Abend mit etwas verbringen, das wir lieben. Genau. Geschichte für dich und Mode für dich. Oh, Mia. Wir lieben doch am meisten Zeit als Familie zu verbringen. Wir beide zusammen mit dir. Wie auch immer man es dreht und wendet, sie sind eine bezaubernde Familie. Ah, es ist so schön, in Ruhe backen zu können, ohne sich um den violetten Kuchenmann kümmern zu müssen. Na, Rotzbeere? Huh? Hallo, ihr crazy coolen jungen Leute. Habt ihr euch schon den total abgefahrenen neuen Laden auf der anderen Straßenseite angesehen? Die neue violette Kuchenstube. Sie ist voll super hot. Warum mit den lahmen, altmodischen Bäckern abhängen, wenn man bei Trendsettern shoppen kann? Schaut euch diesen total extra umgedrehten Muffin an. Der ist doch Hashtag Feuer-Emoji. Die Jungen weiß, was cool ist. Kannst du mir sagen, warum alle die Backstuben verlassen? Das ist eine Katastrophe. Oh, alle Mann in mein Büro, Krisensitzung. Vielleicht doch besser zurück nach draußen. Unsere Kunden sind zur Kuchenstube abgewandert und ohne Kunden wird Sauerapfelmarmelade verärgert sein. Und wenn sie verärgert ist, wird sie mich feuern. Und wenn sie mich feuert, wird meine Mutter... Die Kuchenstube ist beliebt, weil sie trendy ist. Also müssen wir ganz einfach trendiger sein. Ich habe alle aktuellen Trends und Marktforschung analysiert. Wenn wir ihnen folgen, können wir nicht scheitern. Bist du sicher? Ich bin immer meinem Bauchgefühl gefolgt, nicht den Trends. Und alles ist bisher ziemlich gut gelaufen für mich. Die Vergangenheit ist nicht trendy. Die Gegenwart ist trendy. Streich das. Die Zukunft ist trendy. Okay, aber im Ernst. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber Brotpudding ist unser Freund und... Erdbeeren sind nicht im Trend. Smoothies sind sowas von gestern. Was die Leute heute wollen, sind Erdnussbutterskulpturen von Prominenten mit gesalzener Karamellsoße. Oh Mann, was? Haustierparaden sind bei Tic-Taco sehr beliebt. Abmarsch! Die Daten zeigen, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Sekunde zu Sekunde abnimmt. Arbeitet mit dreifacher... Nein. Vierfacher Geschwindigkeit, Leute! Nicht ausreichend. Wir haben den Nostalgietrend noch nicht erreicht. Emily! Sieh das an! Im Ernst? Ich finde, wir sollten uns lieber auf etwas Einfaches tun. Wir müssen jetzt mit fünffacher Geschwindigkeit arbeiten. Schönere Tierparade! Mehr Mayonnaise auf die Skulptur! Oh Mann, was? Schneller, schöner, wo bleibt die Nostalgie? Hey, ich weiß, du gibst dir wirklich viel Mühe. Aber ich glaube, du solltest auf dein Bauchgefühl hören. Klassische Designs sind out. Roboter sind in. Bringt mir den Kuchenator! Ein Roboter? Echt jetzt? Warum waren die Angaben nur falsch? Was war das? Das ist mein lieber Bärenofen. Vorhin habe ich mein Bauchgefühl gefragt, was für heute gut wäre. Und die Antwort war Zuckerplätzchenzöpfe. Zuckerplätzchenzöpfe sind nicht im Trend. Zuckerplätzchenzöpfe sind nie im Trend. Sind das Zuckerplätzchenzöpfe? Um die besten Rezepte für deinen Bauch zu finden, musst du manchmal auf dein Bauchgefühl vertrauen. Komm zurück! Ich habe einen Rap darüber geschrieben, wie toll die Kuchenstube ist. Ich bin der violette Kuchenmann und ich sage euch, an meinem Essen kann sich keiner messen. Weißt du, manche Bären sind einfach zu sehr auf Trends fixiert. Was? Was? Willkommen in meinem Keller. Seid ihr bereit für die epischste, verrückteste, krasseste Pyjama-Party, die ihr je erlebt habt? Eure Gehirne könnten explodieren. Silly ist total aufgeregt wegen ihrer ersten großen Pyjama-Party. Das ist wirklich süß. Heute Abend darf nichts schiefgehen. Alles muss einfach nur perfekt sein. Sillychen!
Wollen deine besten Bärenfreundinnen ein paar Pizza-Bagel, Hühnchen-Takitos, Jalapeno-Poppers? Na, was meint ihr? Papa, die besten Bäckerinnen der Backstuben wollen keine tiefgefrorenen Appetithäppchen. Aber ich mag Pizza-Bagels. Ach, entschuldigt bitte. Ihr habt ja keine Ahnung, was für eine unglaubliche Nacht auf euch wartet. Ich präsentiere den Party-Pyjamomat 99.537. Wow. Ja, Sie finden ihn toll. Ist das normal, dass die Maschine sowas macht? Okay, das ist dann wohl ein Nein. Das hab ich gleich wieder. Moment. Okay, okay. Hey, alles klar bei euch? Das war eine größere Explosion als die, die wir sonst haben. Uns geht's gut, Papa. Der Strom ist gleich wieder da. Oh, der Strom ist in der ganzen Stadt ausgefallen, mein Kleines. Ich schätze, wir können absolut gar nichts dagegen tun. Im Ernst, Papa? Wisst ihr, früher habe ich ziemlich epische Pyjama-Partys veranstaltet. Ich habe einen Partyordner mit einem ganzen Kapitel über Spiele, die man im Dunkeln spielen kann. Oder wenn ihr lieber... Das ist eine Party ohne Papas. Bitte. Okay, verstanden. Wenn du mich brauchst, ich bin dann mal oben. Keine Sorge, ich krieg das wieder hin. Wir können immer noch Spaß haben. Silly, wir machen uns keine Sorgen. Wir könnten Armdrücken mit dem Handroboter 5000 spielen oder Ringen mit dem Greifmeister 3000. Nein, die brauchen Strom. Wie wäre es mit der Deckenfestung 33.000? Wir können ein mehrstöckiges Deckenlabyrinth bauen, ganz ohne Strom. Okay, Strom ist eindeutig besser. Ich kann das mit Batterien zum Laufen bringen. Ich brauche nur 10.433 AA-Batterien. Vielleicht lassen wir den Party-Pyjamomat 9011 oder so ähnlich einfach in Ruhe. Ihr könnt ruhig nach Hause gehen, wenn ihr wollt. Was? Warum sollten wir nach Hause wollen? Ich weiß nicht. Weil mein Vater peinlich ist, meine Maschine zerstört ist und ich Pyjama-Partys praktisch für immer und ewig ruiniert habe. Silly, das ist doch alles überhaupt nicht wichtig. Wir sind hier, weil wir dich mögen. Du brauchst uns nicht zu beeindrucken. Wir haben zusammen Spaß, egal was wir tun. Wirklich? Absolut. Und außerdem rechnen wir alle mittlerweile schon mit Explosionen. Und ein Stromausfall in der ganzen Stadt. Ich finde, oh, das ist beeindruckend. Ah, das ist es, oder? Also, was machen wir jetzt? Hast du eine Idee? Nein. Aber ich kenne jemanden, der sich das Gleiche für heute Abend wünscht wie du. Papa, meine Freundin und ich wollten dich... Ich weiß das perfekte Spiel. Meine Pyjama-Party war einfach perfekt, weil meine Freundinnen mich so mögen, wie ich bin. Heilig dich, Bonnie. Erwischt. Taschenlampenticken ist wirklich super cool. Hey, der Strom ist wieder da. Dann können wir ja jetzt auch die anderen Spiele spielen. Ah, wir haben doch schon Spaß. Woo!